alles nieder, die Horde rennt. Nichts kann ihr widerstehen, die Horde rennt. Sie singt ihre Lieder, die Horde rennt. Und alles hinter ihr brennt. Ja, und damit ein herzlich willkommen zurück, meine Lieben, hier auf der Hordenseite und natürlich wieder mit mir zusammen, ganz klar. Und ja, ihr habt, ich habe jetzt gerade so ein Flash, immer irgendwas vom Video vorzuspielen. Nimm's mir nicht übel. Oh, meine Güte. Okay, fängt ja schon super an, der Part hier. ihr habt jetzt da gerade ein Hordenlied gehört. Und ich muss ja sagen, das ist natürlich eins meiner Favoriten. Was müssen wir dann haben? Den Verlobungsring. Gut, der Verlobungsring ist aber... Meistens ist er bei mir immer da drüben gedroppt. Deswegen gehe ich da mal hinten hin und wir müssen da sowieso 15 Mitglieder killen. Deswegen hat sich das ist das immer sehr, sehr schön, dass man diese beiden Quests immer so schön vereinigen kann. Also zurück zum Lied. Also das ist ja so ein bisschen mein Lieblingslied. Ich glaube, das ist das Lieblingslied aller Hordenspieler. Die Horde rennt. Die Horde rennt. Nein, ich denke mal, das mag jeder sehr gerne. Es gibt ja wirklich richtig, richtig viele, viele, viele WoW-Lieder. Das ist ja, also ich kenne jetzt schon, hallo, ich habe dich nicht angepuppt hier. Ich kenne jetzt, wenn ich jetzt mal überlege, das, na gut, das ist kein, doch, das ist auch ein WoW-Lied, ja, also 5, 6 kenne ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel ihr kennt. Das zum Beispiel auch, was auch schön ist, ist dieses Dame 12 Millionen, glaube ich, heißt das Lied, ne? Wie ging denn das jetzt nochmal? Ist in Ordnung, ich log ein, mach PvP und ich sitz wieder vorm PC. Spiele WoW, alles für die Horde, meine Freundin sagt, sie geht, doch ich sitz wieder vorm PC. Spiele WoW. Ja, genau, so war das, genau. Ne, also das ist, finde ich, auch ein richtig cooles Lied. Oder auch, was ich auch sehr, sehr gerne höre, ist dieses, hier, sag schon, hier, wir sind World of Warcraft, ne? Wie war das denn jetzt nochmal? Genau. Oh, ich liebe es. Also, ich habe viele, viele. Es gibt auch sehr viele, ich glaube, irgendwie, wie ging das Lied denn? Um irgendein Loot oder so ging das, ne? Es gibt auch viele Gamer-Lieder-Songs, ne? Also, was sich so in den Jahren so angesammelt hat, ich finde das echt klasse. Oder I'm a Morlock. Oh, den Song dürfen wir doch nicht vergessen, Leute. I'm a Morlock. Yeah. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Meine Güte, ey. Vergesse ich den besten Song forever. Ich weiß nicht, welchen mögt ihr denn am liebsten? Welchen hört ihr denn sehr gerne? Oder, ja, mögt einfach. Ist euer Favorit, ne? Gibt's ja mehrere. Tschu. Oder es gibt ja auch diesen Viber-Gamer-Song, da so eine Parodie, so ist das so. Also auch sehr, sehr lustig gemacht. Ich weiß jetzt aber momentan, oh, was klicke ich denn da an? Ich weiß aber momentan gerade nicht, wie er wirklich heißt. Das ist auch so ein Gamer-Frauensong, da singen die Frauen halt, dass sie auch spielen oder irgendwie sowas, ne? Also ganz komisch. Gibt es ja auch wirklich richtig, richtig viele gute Lieder von. So, die da hinten müssen wir begleiten. Aber ich wollte mal gucken, ob wir mit der letzten EP-Erweiterung... Was laber ich für einen Kack, ey? Ich meine, mit der letzten Level-Up, ob wir da eine neue Indie gekriegt haben. Aber ich glaube nicht. Manchmal kann ich mich echt in eine Tonne kloppen. Aber mein Freund sagt ja immer so, Amenitra, Deutsch, Amenitra. Aber Moment! Wir haben Halle des Steins, da waren wir noch gar nicht drin und habe natürlich auch Quest. Das werden wir doch gleich mal ausnutzen hier, Gottes Willen. Jo, und dann gehen wir einmal hier hoch und retten die gute Dame. Hallo, wir werden dich retten.
damit du nicht mehr alleine bist, damit du nicht mehr alleine bist. Da, 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 da. Jo! Gute Dame, helft Ihnen, Ingenieurin Helchia, also komm und sprech mit. Da, 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 da. Okay. Ach, wie oft habe ich diese Quest schon gemacht hier, ey, das ist schon nicht mehr feierlich. Jo, dann machen wir mal weitermachen. Komm, bup, 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 bup. Es gab jetzt ja auch, wo ich gerade hier wieder so die Spielfiguren so schön nah sehe, es gab ja jetzt auch, die Nachtelfen, weiblichen Nachtelfen haben sie extra, haben sie jetzt, meine Güte, haben sie vorgestellt, so, das wollte ich sagen, haben sie vorgestellt und ich muss sagen, also mir gefallen diese Charaktermodelle richtig, richtig gut und ich freue mich schon auf die, ich freue mich auch auf die Trolle, gab es schon Trolle, nee, Trolle haben sie noch gar nicht vorgestellt, ne, aber ich bin mir echt gespannt, wie sie die Trolle machen, aber ich denke mal, die werden so in der Art wie wohl Jin sein, der ist ja auch schon auf diese neue Modelle, Charaktermodelle aufgebaut, ne? Dieser Vol'jin. Aber, also ich freue mich schon riesig drauf. Aber auch diese Nachtelfen, die sind ja richtig toll gemacht, muss ich sagen. Die haben ja sogar ganz kleine Eckzähne. Also das ist richtig schön. Also die achten auch wirklich auf die Geschichte, ne? Da wird ja auch beschrieben, dass sie Eckzähne haben, bla bla bla. Ne? Also, Ich finde es richtig, richtig klasse. Also bis jetzt, ich kann nicht meckern. Auch so im Allgemeinen, es wird ja immer sehr, sehr viel auf Blizzard, finde ich, rumgehackt. Und diese machen eine Kacke und das machen sie Kacke und das ist scheiße und diese Scheiße. Und ja gut, es gibt viele Sachen, die nicht schön sind. Das sehe ich auch schon. Nein, also ein paar Sachen gibt auf jeden Fall. Zum Beispiel, dass es keine neuen Modelle gibt von den Eulen oder auch keine Bäumchengestalter mehr. Nein, okay. ist alles so eine Sachen halt. Ja, ne? Also ich finde auch nicht alles super toll, was sie da machen, aber ich muss auch sagen, sie machen auch viele tolle Sachen. Auch, ich kann nie meckern irgendwie, das ist irgendwie, habe ich jetzt eigentlich schon diesen Ring? Nee, habe ich immer noch nicht den Ring. Lol, sonst droppt er eigentlich immer so schön hier. Wenn ich ein Ticket erstelle oder sonstiges, also habe ich da nie so wirklich, ich sage mal in Anführungsstrichen, es ist eine normale Wartezeit. Also früher war es schlimmer, viel, viel, viel schlimmer. Das könnt ihr mir, also ich kann nicht meckern. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen auch einen Bug gefunden, hab da hingeschrieben, war sofort, dann hat er gesagt, nee, kein Ding, werden wir dir, wir wissen Bescheid von dem Fehler, bei der Quest war da irgendwie sowas, dass die nicht gezählt wird und ja, wir wissen Bescheid, das haben wir noch nicht gefixt und bla 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 und oh, die Quest gibt es schon sehr lange und immer noch nicht gefixt. Ja, okay. Na, ja, also Blizzard macht alles ganz, ganz toll. ja, ihr wisst, wie ich meine. Also früher finde ich, war es auf jeden Fall viel, 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 viel schlimmer als heute. Und ich habe immer noch nicht diesen verdammten scheiß Verlobungsring. Ey, wer will schon den Verlobungsring haben, wenn der nicht droppt? Wie gesagt, es hat eigentlich immer sehr, sehr schön gepasst hier, dass man hier eigentlich zusammen diese Quest gemacht hat und nebenbei ist der Verlobungsring gedroppt, aber irgendwie will er heute nicht. Die wollen mich ja alle verarschen. Und ihr verarscht mich jetzt auch gerade hier mit der Instanz, ne? Ein Heiler und null. Schon wieder nicht. Sag mal, was soll denn das hier mit dem Verlobungsring? Dann bringen wir den jetzt erstmal weg. Ich glaube, bei denen, wir kriegen dann auch noch was anderes, dass wir ganz viele Wildtiere hier töten müssen. Motormaschine. Ja, dann holen wir die jetzt erstmal ab, den Motor. Damit wir da unseren Flugpunkt machen können. Dann passt das nämlich ganz, ganz gut. Achso, ja, ich hatte im letzten Part, ja, was war erwähnt. Es gab ja auch schon ein Bild auf meiner Facebook-Seite. Facebook. Unten in der Videobeschreibung. da ging es ja um eine Schnitzeljagd. Jetzt sind mir so ein paar Nachrichten zu mir gedrungen. Achso, das ist alles dieser Verlobungsring, okay. Es sind ja so ein paar Nachrichten zu mir gedrungen. Und ich suche immer, hä? Bin ich jetzt völlig blind? Aber ich brauche echt eine Brille, ey. What?
Wo bist du? Mach mal piep. Mach mal piep, piep. Dann kenne ich dich auch. What? Ey, bin ich jetzt... Ey, die Quest habe ich schon millionenmal gemacht. Echt mal. Ach, Quackes. Oh, ich laufe den Verlobungsring hinterher. Ich blöde Nudel. Okay. So. Genau, hier bist du. Und eigentlich sollte ich jetzt hier irgendwo was schön. Ach, da hinten ist es ja. Genau. Da haben wir es. Ich wusste natürlich, wo es ist. Ganz klar. Sind ein paar Nachrichten zu mir gedrungen und es ging halt um diese Schnitzeljagd. Dann kamen ja so ein paar Fragen, so wann ist denn die nun und wann geht's denn los, ne? Und sowas alles. Also, Termin steht fest. Nächste Woche, Samstag, also jetzt gucke ich mal kurz auf meinen Kalender. Nächste Woche Samstag ist der 24. Also 24.05. Dann ist die Schnitzeljagd. Und diese Schnitzeljagd ist natürlich auf unserem Server, ganz klar. Also KDV, Kult der Verdammte. Und das Ganze wird geplant von Black Witch, von mir und auch einer Offizierin von unserer Gilde. Das hatte ich, glaube ich, auch schon im letzten Part erwähnt. Und darum geht es halt in dieser Schnitzeljagd, um euch das mal ein bisschen zu erklären. Da gibt es sowieso noch ein Infovideo für die, die hier diese Let's Plays ja sowieso nicht gucken von mir. Ist es halt so, dass es dann halt 10 Fragen gibt in dieser Schnitzel, in dieser Schnitzeljagd. Es gibt 10 Fragen bei diesem Spiel. So, das wollte ich sagen. Und diese 10 Fragen handeln sich natürlich, wie sollte es denn anders sein, um dieses Spiel. Ne? Wir werden uns natürlich nicht jetzt ultraschwere Fragen ausdenken. Einfach auch Fragen, die Leute beantworten können, die sich jetzt nicht so beschäftigt haben mit dieser ganzen WoW-Sache, ne? Also Geschichte, dass sie sich da nicht so auskennen. Großknecht und 7 Teile von das, okay. Ich habe immer noch diesen verfuckten Verlobungsring, ey. Also es werden schon Fragen sein. Also wir fangen sowieso mit einer ganz einfachen Frage an. Die erste wird sehr einfach sein, einfach, dass auch jeder losstarten kann. Und diese Fragen bringen euch natürlich zu bestimmten Orten. Und bei diesen bestimmten Orten steht natürlich wieder einer von uns, entweder ich oder der Offizier oder Black Witch, ne? Und so weiter und so fort. Und es gibt, wie gesagt, 10 Fragen, werden natürlich nach und nach immer so ein bisschen schwerer, ganz klar. Sonst macht das ja keinen Sinn. Natürlich gibt es einen Gewinner, ne? Der Erste, der ankommt, dann bei der 10. Frage und die beantwortet und so weiter und so fort. Hat natürlich gewonnen. Hast ein Teil, da. Ja, dann machen wir das jetzt hier erstmal. Und die Frage ist natürlich auch oft gewesen, was gibt es denn da überhaupt zu gewinnen? Hä? Warum sollte ich denn da mitmachen? Erstmal kann jeder mitmachen, wer möchte, auf dem Server. Also erst war es so ein bisschen geplant für die Gilde. Aber man weiß natürlich auch immer nie, wie viele machen da von der Gilde mit, ne? Ich streame das ja auch live und umso mehr mitmache, umso mehr spaßiger ist das ja auch alles eigentlich, ne? Das ist ja ganz klar. Ne? Das steckt ja auch so ein bisschen Arbeit hinter, wir müssen das planen, wir müssen die Regeln, also Fragen, ne? Machen und so weiter und so fort. Und natürlich, was gibt es zu gewinnen? Ich dachte erstmal an Gold sowieso. Gold schadet nie. Jeder kann Gold gebrauchen, ne? Ist auch nicht wenig. Ich meine, ja gut, jeder sieht das irgendwie anders. Ob es wenig ist oder nicht, ist. Ich werde es aber noch nicht verraten. Das wird erst verraten, wie viel Gold es ist und so, wenn es halt da losgeht, nächste Woche Samstag. Aber es ist so. Gold, ja, super. Kann ich auch ein bisschen questen und da habe ich auch irgendwann das Gold zusammen. Ich weiß noch nicht so wirklich, was es zu gewinnen gibt, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber ich habe ja noch eine Woche Zeit zu überlegen. wenn ihr vielleicht irgendwas Gutes wissen solltet, was könnte man denn einem Gewinner in WoW denn überreichen, geben, irgendwie sowas oder
Ich habe auch schon echt überlegt, dass man vielleicht auch, ja, WoW-Zeit, also Spielzeit vielleicht auch verschenken könnte, ne? Wäre auch eine gute Maßnahme, oder? Ich weiß nicht, ne? Eine WoW-Karte halt. Oder es gibt ja auch diese Battle.net-Guthabenkarten jetzt, ne? Dass man sowas denn denjenigen als Gewinner dann halt präsentiert. Also ich weiß noch nicht so ganz genau, was es zu gewinnen gibt. Also Gold wird es auf jeden Fall zu gewinnen geben. Aber was dann noch, ist so die Frage, was man da so macht, ne? Das ist so die Frage, so die Sage, so die Frage. Habe ich jetzt immer noch nicht. Wir kriegen den blöden Verlobungsring nicht. Das juhu. Wir haben den Verlobungsring. Oh Gott sei gnädig. Okay. Gut. So, wartet mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt hier nämlich. Ah, genau. Den Großdingster-Bumster killen und den anderen dicken Pupi da killen. Genau. Komm her. Dich meine ich. Komm her, komm her, komm her. Wie sieht's denn hier aus mit der Inni, ey? Das dauert ja ewig. Dabei wurden doch alle zusammengelegt. Das ist gar nicht mehr so lange gedauert. Und dabei spiele ich schon nicht mehr morgens früh. Achso, auch nochmal für alle hier, die das jetzt hier auch sehen sollten und so. Nicht böse sein. Bitte, 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 bitte nicht böse sein, wenn ich mal nicht auf eure Heis oder Hallos oder Fragen oder so mal nicht antworte. Bitte, 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 bitte nicht böse sein. Entweder kann es echt sein, dass ich wirklich mal eine halbe Stunde später euch anschreibe und euch die Frage beantworte oder irgendwie sowas oder heiser eine halbe Stunde später. Es ist wirklich momentan so, dass ich halt viel, viel im TS bin. Manchmal dann so mitkriege, so, oder hat mich ja angewispert, dann mache ich das erstmal runter, weil ich nebenbei irgendwas anderes mache, also das Fenster runter, und dann vergesse ich es dann einfach auch oft, ne? Das ist auch ganz blöd manchmal. Einmal zum Beispiel habe ich es gesehen, wollte eigentlich nur schnell fliegen, war auf Klo und dann habe ich total vergessen, ihn wieder zurückzuschreiben, ey. Also nicht böse nehmen, im Gegenteil, dann schreibt mich einfach nochmal an oder versucht es ein andermal einfach, ne? Ich meine, es gibt ja auch noch andere Spieler als mich. Ne, das kann man dann auch so machen. So, da hast du deinen verdammten scheiß Verlobungsring, ey. Wir werden glücklich damit. Aber wir werden auch glücklich mit dem Ring hier, sehe ich gerade. Ja, gib mal her. Gib mal her. Den nehmen wir. Ach du Scheiße, ist die Tasche schon wieder voll. Schon wieder voll. So, einmal da unten hin. Dann machen wir mal ein bisschen mehr Schaden. Jo, oh, dürfen wir da jetzt da gleich ein bisschen auf den Burner hauen? Warte, wir nehmen das. Nehmen wir das? Ist Leder, ja. Leder. Aminitra Leder. Immer Leder nehmen. Ich habe keine Ahnung warum, aber beim Monk will ich immer Stoff nehmen. Frag mich nicht wieso. War schon immer so. Bei einem Monk war schon so, hier hast du deinen blöden Motor, macht er alles heile. Oh, komm her. Da, da ist dein Motor. Mach alles schicki, alles picki und alles schicki. Juhu. Jetzt können wir auch den Flugpunkt haben, die da. Jetzt können wir auch den Flugpunkt haben, die da. So, jetzt machen wir hier noch 15. Ah, jetzt fängt das hier an. 15, bababam. Keine unsanfte Landung kann den alten Hermit davon abhalten, Herr über das große Wild zu werden, welches das Scholar-Warbecken bietet, hat. Zu bieten hat. In der Wildnis nordwestlich des Lagers regieren die gewaltigen Spitter. Schön für dich. Alles gut, alles schick. So. Und das machen wir hier mal. Ah, das ist jetzt mit dem Schießen. Das machen wir. Mal sehen. Mal gucken. Ich krieg das hin. Wir müssen aber hier die Waffe anlegen. Wo ist die Waffe? Immer hier aufmachen. Wo ist die Waffe? Da ist die Waffe. So, pass auf. Hä? War das nicht die Waffe? Schieß mit der auf den Apfel, genau. Achso, ich muss sie anlegen. Oh, muss ich anlegen. So eine Kacke. Ach Mensch, ey. Nun nimm doch diese Waffe. Mann! Gegenstand kann nicht angelegt werden. Warum denn nicht? Was tut ihr? Zählt damit auf. Ja, will ich doch. Ach so, oh, ich hab total, okay. So, Achtung, ich schaff das. Autsch, jetzt rumiebeln. Nochmal. Hör auf rumzuholen, ihr habt doch immer Glück. Okay, pass auf, warte.
Ja. Nein, das war meine gute Seite. Ganz ruhig, Junge, es ist doch nur Schrot. Schrot. Okay, nochmal. Sie dann. Schon wieder daneben. Sag mal, was ist denn das hier für ein Scheißgewehr? Ey, hast du mir für ein Schrottding gegeben? Nochmal. Ja, wir haben es hier gekriegt. Perfekt. Sehr schön. Danke. Annehmen. So, und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle auch wieder Schluss. Nach so einem erfolgreichen Schuss muss man jetzt hier an dieser Stelle aufhören. Ich wünsche euch noch was. Bleibt locker flockig und wir hören und sehen uns natürlich, wenn ihr es wollt, im nächsten Part wieder. Also bis dann. Tschüssi.